Einen wunderschönen guten Abend zusammen. Heute zum Webinar Einführung in die Trader Workstation. Ich sag mal Teil 2. Mein Name ist Florian Scharschmidt und ich darf Sie auch natürlich ganz herzlich im Namen von FX Flat hier zu diesem Webinar begrüßen. Ich werde heute mit Ihnen zusammen eine Fortführung des letzten Webinars quasi machen. Ja, im letzten Webinar ging es ja tatsächlich darum, wie man das Konto bei FX Flat eröffnet, wie man den ersten Login in die Plattform macht, ein paar Einstellungen in der Kontoverwaltung tätigt. Und heute beschäftigen wir uns dann mit der Plattform an sich. Ja, bevor wir jetzt aber anfangen, ja, müsste ich einmal ganz wichtig zum Risikohinweis gehen. So, das ganze Webinar dient natürlich wie immer nur zu Schulungs- und Informationszwecken. Ja, im Endeffekt ist es immer Ihre eigene Entscheidung, die getroffen werden muss. Auch wenn ich jetzt gleich zu Testzwecken einen Trade eröffnen werde, das Ganze ist wie immer keine Anlageberatung oder Handelsempfehlung. Ja, das ist ganz wichtig von meiner Seite zu sagen. Gut, dann würde ich sagen, springen wir in die TWS. So. Da haben Sie jetzt meine Trader Workstation auch offen. Ja, das ist so das erste Bild schon ein bisschen abgeändert von dem, was Sie am Anfang sehen. Ich setze das Ganze einmal auf den Originalwert zurück. So. So sieht das Ganze aus, wenn Sie die ITWS das erste Mal gestartet haben. Ja, also da ist noch kein Chart drin oder kein Aktivitätsprotokoll oder dergleichen. Aber das Ganze ist eigentlich recht simpel gestaltet, wenn man natürlich weiß, wo es steht. So, wir fangen an tatsächlich mit Chart Layout. Das heißt, wie verändere ich meine TWS-Oberfläche? Wie bringe ich mir einen Chart rein? Wie füge ich mein Aktivitätsprotokoll hinzu? Dazu gibt es hier oben neben der Uhrzeit den Bearbeitungsmodus. Und dann können wir auch direkt schon anfangen, uns das Ganze zu ziehen, wie wir es gerne möchten. Auf ein Finanzprodukt, irgendeins, einen Rechtsklick, einen neuen Chart eröffnen. Dann haben wir auch so. Da können wir jetzt zum Beispiel was reinschreiben. So, dann haben wir den ersten Chart. Und ja, ich sag mal so, das Standard-Layout beinhaltet immer noch so das Aktivitätsprotokoll. Das kann man hier rechts oben über den Ticker recht schnell suchen. Da ist es auch schon. Nicht wundern, das öffnet sich bei mir immer auf dem zweiten Monitor. Deshalb sehen Sie das nicht direkt. So. Ich habe das Ganze mal so offen. Sie können sich natürlich, was das angeht, noch weitaus mehr Tools oder dergleichen in die TWS reinladen. Na, also es muss nicht immer nur bei einem Chart bleiben. Sie können auch mit zwei Charts arbeiten. Sie können sich ein Handelsprotokoll hinzufügen. Sie können aber auch sich Nachrichten anzeigen lassen. Ja, von, ich sag mal, unterschiedlichsten Quellen. Das würde aber heute im Detail ein bisschen zu weit gehen. Na, es geht nur darum, dass Sie wissen, wie kann ich das hinzufügen. Hier oben über den Ticker kann man immer danach suchen und sich dementsprechend die Teile so wie so ein Puzzle zusammenbauen. Wenn Sie fertig sind, oben rechts wieder sperren und sagen Änderungen speichern und schon ist das Ganze auch fertig. Ja, das zum Anfang ist recht simpel, aber funktioniert recht gut. Wenn Sie jetzt hingehen möchten und sagen, okay, wenn ich jetzt hier ein Produkt anklicke, ich sage jetzt hier AMD. So, dann verändert sich mein Chart nicht. Ja, da haben Sie die einfache Möglichkeit, Ihre Fenster untereinander mit Gruppen zu versehen. Das heißt, Sie würden hier oben hingehen, auf den Pfeil, Fenster gruppieren und dem Ganzen eine Gruppe zuordnen. Hier dasselbe, Fenster gruppieren, Gruppe 1. Jetzt sollte, zack, sich rechts auch der Chart direkt immer auf das Finanzinstrument anpassen, was Sie gerade auch auswählen, ja, in der Watchlist. Ist recht simpel gemacht. Sie können unterschiedliche Gruppen hinzufügen, sodass sich nur manche Sachen mitändern.
Also da ist wirklich viel Freiraum gegeben. So, als nächsten Punkt hätten wir tatsächlich eine Watchlist. Das ist eine Sache, die wurden wir sehr, sehr oft gefragt tatsächlich. Es ist immer die Sache, ein Kunde möchte gerne so viel wie möglich auf einmal sehen. Na, also sie kommen hin und sagen, okay, ich möchte gerne mir den DAX angucken und ich möchte gerne alle DAX-Werte übereinander haben, damit ich so einen groben Überblick über den Index halt habe. Das gestaltet sich leider schwieriger als gedacht, ja, weil es die Plattform nicht die Möglichkeit bietet, ganze Indizes auf einmal zu laden. Ja, also es gibt keine Funktion, wie es früher einmal gab, wo Sie hingehen können und sagen, hallo, hier den Index S&P 500 einmal bitte komplett als Watchlist laden. Das gibt es leider nicht mehr. Da muss tatsächlich jeder Wert einzeln hinzugefügt werden. So wie es sich auch anhört. Anders geht es leider nicht. Wir haben es versucht, aber das ist leider nicht möglich. Na, also wenn Sie jetzt hier oben haben Sie unter anderem auch Ihr Portfolio angezeigt. Ja, also was Sie gerade an liquide Mittel auf dem Konto haben oder was Sie für Positionen aktuell laufen haben. Na, das wird immer unter Portfolio angezeigt. Und wenn Sie jetzt hier einen Klick auf das Plus tätigen, können Sie der neuen Watchlist einen Namen geben. Ich nenne das Ganze jetzt mal Webinar und sage, okay, schon habe ich eine neue Watchlist, die ich nach Belieben bestücken kann. An der Stelle würde ich tatsächlich auch hingehen und sagen, wie gebe ich ein Produkt ein? Ja, also wie suche ich nach den Produkten, die ich im Endeffekt handeln möchte? Da gibt es ganz unterschiedliche Möglichkeiten. Ja, Sie können das Produkt, so wie es geschrieben wird, suchen. Also Sie können hingehen und sagen, ich möchte gerne Apple und sagen Enter. Dann wird Ihnen dieses Fenster hier angezeigt. Und in der Regel ist es auch das Produkt, was unter Produkte die meisten Möglichkeiten bietet. Also Apple gibt es als Aktie, Option, strukturiertes Produkt und so weiter und so fort. Na, das könnten Sie anklicken, zack, sagen okay und hier dann dementsprechend die Aktie auswählen oder das Finanzprodukt, was Sie gerne haben möchten. Na, wenn Sie es anklicken, zack, ist die Aktie drin und wird Ihnen auch angezeigt in der Watchlist. Das Ganze funktioniert auch, wenn Sie das Kürzel direkt wissen, ja, also AAPL eingeben, Enter drücken und dann öffnet sich das direkt zur Seite und Sie haben die Möglichkeit, das sofort anzuklicken. Was auch funktioniert, ist eine ISIN einzugeben. Ja, also wenn Sie ganz oft bei strukturierten Produkten, bei Hebelzertifikaten oder dergleichen, haben Sie, es ist einfacher sozusagen, die ISIN direkt einzugeben, als das über das Produkt an sich zu suchen. Ja, weil es gibt halt so unterschiedlichste strukturierte Produkte. Da ist eine ISIN immer am einfachsten. Was nicht funktioniert, ist eine Wertpapierkennnummer, also eine WKN. Wenn Sie die versuchen einzugeben, werden Sie das Produkt nicht finden. Ja, so. Vielleicht auch noch ganz spannend zu wissen, wenn Sie hingehen und sagen, so, dann wird Ihnen hier oben das Smart Routing vorgeschlagen. Ja, das ist ein Routing von IB, was Ihnen den besten Preis aus den verschiedensten Börsen raussucht. Ja, Sie können aber auch hingehen und sagen, Sie möchten die Aktien gezielt an einem Börsenplatz handeln. Das wird bei mir jetzt schon angezeigt. Wenn es bei Ihnen nicht angezeigt wird, finden Sie das über den Pfeil hier unten einmal anklicken und dann taucht das hier oben noch auch so hell markiert auf und ist in Zukunft dann immer da. Ja, das können Sie anklicken. Dann haben Sie hier so eine schöne Liste, wo Sie sich aussuchen können, an welcher Börse Sie das Produkt im Endeffekt handeln möchten. Na, ich sage jetzt hier NYSE und okay. Und dann habe ich die Apple-Aktie an der NYSE hier drin. So, wenn das Portfolio nicht drin ist, ja, ich mache es jetzt mal raus. Zack. Haben Sie unter Konto die Portfolioanzeige anklicken, dann ist es da. Ja, das noch ergänzend dazu gesagt. Ich würde tatsächlich auf den nächsten Punkt gehen. Und das wäre ein Währungstausch.
Ja, Sie können sich ja vorstellen, das Trader Workstation-Konto ist ein Multiwährungskonto. Ja, klar, Sie haben Ihre Basiswährung, aber wenn Sie jetzt ein Euro-Konto haben und Sie möchten in Amerika etwas handeln, ne, brauchen Sie Dollar, werden Sie nicht drum rumkommen und an der Stelle müsste dann einmal eine Währungskonvertierung stattfinden. Ja, das Ganze ist relativ simpel. Sie geben die Währung ein, die Sie verkaufen möchten. Punkt, die Währung, die Sie kaufen möchten, sagen Enter, wählen hier Ideal Pro, Cash, sagen OK, ein Rechtsklick, sagen Verkaufen. Und hier hinten ist das Wichtige, dass Sie das hier auf FX Conversion stellen, ja, damit tatsächlich eine Konvertierung stattfindet. Ja, Sie könnten dann jetzt hier, ich mache jetzt mal nur ein Beispiel, 20 würde ich eingeben, für 20 Dollar konvertieren, 20 Euro konvertieren, einen Rechtsklick, die Auswirkungen prüfen, na, und dann sehe ich, okay, so viel Dollar würde ich tatsächlich bekommen, abzüglich der Provision, diesen Betrag. Ja, das steht Ihnen dann auch sofort zur Verfügung. Na, da macht es keinen Unterschied, ob Sie ein Cash-Konto haben oder ob Sie ein Margin-Konto haben. Wenn Sie die Conversion gemacht haben, steht Ihnen das Kapital direkt zum Handel zur Verfügung. Als nächstes würde ich tatsächlich auf, ich sag mal, das größte Thema eingehen, was wir heute besprechen wollen. Und das ist, ich nenne es mal Order Management. Ja, also es geht hier darum, wie eröffne ich eine Order? Wie füge ich einen Stop-Loss und einen Take-Profit an? Und das Ganze bei einer Order, die noch nicht ausgeführt ist und einer bereits ausgeführten. Also das heißt, wenn Sie jetzt frisch etwas hinterlegen wollen, ich mache das Ganze jetzt mal gleichzeitig mit. Wir wählen jetzt einfach mal, was nehmen wir? Bleiben wir mal bei der Apple. Sagen Aktie Smart. Sagen Rechtsklick. Kaufen. Sagen hier. Market annehmen. So, jetzt habe ich die hier in dieser Leiste drin. Wundern Sie sich nicht, warum dieses Fenster gerade aufgegangen ist. Das geht immer auf, wenn ich keine Marktdaten für die jeweiligen Produktgruppen habe. Also wenn ich jetzt Marktdaten für die amerikanischen Aktien hätte, Live-Marktdaten, dann würde diese Zeile direkt reinkommen und dieses Order-Ticket nicht geöffnet werden. So, grundsätzlich. Wenn Sie ein Handelsinstrument drin haben, Rechtsklick, dann gibt es hier die Finanzinfo Beschreibung und da haben Sie die kompletten Handelszeiten drin, in der das Produkt handelbar ist. Na, Sie haben die ISIN noch dazu und gehe nochmal darauf ein, wie man jetzt tatsächlich einen Stop-Loss und einen Take-Profit anhängt. Ich habe jetzt einfach mal gesagt, hier, ich möchte eine Apple-Aktie. Und dann möchte ich dazu einen Take-Profit und einen Stop-Loss haben. Dann sage ich einmal Rechtsklick, gehe hier auf Anhängen und dann gibt es hier die Bracket Orders. So. Die springen jetzt direkt mit rein und dann sehen Sie schon 2, 2.1, 2.2. Ja, das zeigt Ihnen direkt, dass sie miteinander verbunden sind. Und wir haben einen Limitkurs. Und einen Stop-Kurs, ja, also den Take-Profit und den Stop-Loss, den Sie eingeben können. Ja, und jetzt könnte ich beispielsweise hingehen und sagen, ich sage hier mein Take-Profit, ich mache jetzt mal ein bisschen was Abstraktes. So, 140 und 100. Könnte mir jetzt noch über einen Rechtsklick Margin-Auswirkungen überprüfen, anzeigen lassen, was jetzt alles passiert. Also ich habe eine Order zum Kaufen, Market, ja, und hier die Limit, also meine Take Profit und meine Stop Loss. Und Sie sehen auch schon hier wird eine OCA-Gruppe angezeigt. Ja, one cancels another. Ja, also eine schließt die andere. Und an der Stelle wissen Sie, wenn die eine ausgeführt wird, fliegt die andere raus.
Ja, da kommen wir aber gleich nochmal genauer drauf hin, wenn wir uns das einmal angucken bei Positionen, die schon laufen. So, wenn ich jetzt hier bei der oberen auf Übermitteln klicke, mache ich einmal, zeigt er mir das Ganze nochmal. Sie können natürlich auch hier unten angeben, dass Sie die Meldung nicht mehr haben wollen. Aber ich lasse das jetzt nochmal drin. Sag übermitteln und überschreiben. Zack. Zack. Und sag bei dieser Ordernummer verwenden. So, und Sie sehen direkt, die Order ist ausgeführt. Mein Sell Limit ist drin. Mein Sell Stop ist drin. Und die Order läuft jetzt, die Position läuft jetzt so lange, bis eben Take Profit ausgelöst wird. Dann fliegt der Stop-Loss raus oder der Stop-Loss wird ausgeführt und der Take-Profit fliegt raus. So, das Ganze können Sie jetzt hier noch mit Orders im Aktivitätsprotokoll ergänzen. Ja, da haben Sie hier die schöne Gewinnmitnahme und Stop-Loss noch angezeigt. Das ist dann auch nochmal im Nachhinein noch leichter zu verstehen. Ja, so, ich nehme das jetzt nochmal hier alles wieder raus. Da gehe ich hier Rechtsklick, schließen. Ich mache das jetzt einfach mal zu. Zack, jetzt ist es wieder geschlossen. Das dazu. So. Ja, theoretisch. Ich lese gerade noch eine Frage dazu, ob es auch geht, eine Bracket Order mit zwei Take Profit und einem Stop Loss zu versehen. Grundsätzlich ist es kein Problem, ich sag mal, zwei Take Profits einzufügen. Ne? Das ist dann nur die Sache, ob man das dann mit einer Bracket Order macht oder tatsächlich mit, ich sag mal, einzelnen Stops und einzelnen Limits zu versehen. Ne? Wenn Sie jetzt hingehen würden, das zeige ich Ihnen jetzt mal, haben Sie hier oben in dieser Leiste, wenn Sie das untere Feld von den beiden mit einem Rechtsklick anklicken. Ja, haben Sie hier eine Spalte vor der Spalte so und so hinzufügen. Ich nehme jetzt mal hier hinten das Ganze und unter Order-Attribute den Pfeil, da gibt es OCA-Gruppe. Ja, so, dann habe ich hier hinten meine OCA-Gruppe drin. Die brauchen wir vor allem, wenn man sagt, okay, ich möchte zwei Take-Profits machen, damit wir den ganzen gleiche Namen geben können, damit, wenn die ausgeführt werden, der jeweilige Stop-Loss dann eben auch rausfliegt als Order. So. Ich mache mal eine Position auf. Sag mal hier Market. Nicht 100 Stück, sondern mal zum Beispiel wieder eine. Sage übermitteln, überschreiben und übermitteln. So, jetzt habe ich eine Apple Long drin, ja, eine gekauft und jetzt sage ich im Nachhinein, ah, ich möchte mir das Ganze jetzt doch mit einem Stop-Loss und einem Take-Profit absichern. Ja, das Ganze funktioniert, ich sag mal, nicht wirklich viel anders als bei einer Bracket Order. Ich würde jetzt einfach sagen, verkaufen. Na. 1 und sage bei Limitkurs wieder 140. Und sage annehmen und das Ganze mache ich nochmal mit einem Stop und sage hier 100 und sage ausstehende Menge wieder 1 annehmen. So, jetzt habe ich die hier beide drin, ne, meinen Take Profit und meinen Stop Loss. Und jetzt ganz wichtig, muss ich hier hinten in der OCA-Gruppe den beiden die gleiche, ich sag mal, gleiche Kennzahl geben. Also da müssen Sie aufpassen, dass Sie das nicht zu leicht machen und natürlich ist es Ihre eigene Entscheidung, wie Sie das Ganze benennen. Ne? Sie dürfen nur nicht untereinander sich in die Quere kommen. Ne? Das heißt, wenn Sie eine OCA-Gruppe im einen Produkt genauso nennen wie bei einem anderen Produkt,
ne, dann kann das Ganze mal schnell schief gehen. Ne, deshalb haben Sie auch vorhin gesehen, das war eine ganz große Zahlenkombination. Ich mache jetzt als Test hier mal eine 123 und hier eine 123 rein. So, ja, dann sind die beiden jetzt miteinander verknüpft. Und wenn ich die beiden jetzt übermitteln würde, dann würde dementsprechend, wenn die eine ausgeführt wird, die andere rausfliegen. Ja, das hat einen ganz einfachen Sinn. Ja, wenn Sie sich vorstellen, Ihr Take Profit wird getriggert. Ja, das heißt, Ihre Position fliegt ja raus. Ja, Sie sind einen Long und durch die eine Short Order wird Ihre Position aufgelöst. Aber es liegt ja noch eine Stop Order im Markt. Ja, die ist ja nicht, die verschwindet ja nicht automatisch. Und genau dafür gibt es diese OCA-Gruppe, damit das eben nicht passieren kann. Ja? So, was man auch noch machen kann, das zeige ich Ihnen einmal. Wir gehen mal in die Einstellungen, gehen in die Order-Voreinstellungen und gehen jetzt beispielsweise mal auf die Aktien. So. Ja, wenn Sie hier haben Sie Target Order, die Gewinnmitnahme würden Sie auf Limit stellen und hier hinten die angehängte Stop Order würden Sie auf Stop stellen. Ja, kurz noch zur Ergänzung vielleicht, dass Sie keinen fixen Wert nehmen, sondern vielleicht eine Prozentanzahl können Sie machen. Dann können Sie ja hier eingeben, beispielsweise zur Hauptorder, sagen wir mal 10%. Und hier unten machen wir das auch nochmal. 10% wäre dann der Unterschied zum ausgeführten Kurs hin zu Ihrer Stop-Loss und zu Ihrer ja, Gewinnmitnahme Take Profit. Na, ich übernehme das jetzt mal und sage hier okay. So, dann sage ich mal kaufen. Zack. Und schon habe ich automatisch durch diese Voreinstellung hier hinten eine OCA-Gruppe drin, die auch identisch ist. Ja? So können Sie es auch lösen. Da müssen Sie es gar nicht mehr zusätzlich eingeben oder im Nachhinein hinzufügen, wenn Sie es direkt von Anfang an so machen. So, jetzt noch eine Sache, die wir tatsächlich auch sehr oft gefragt wurden, gerade zu Beginn. Es gibt immer wieder Leute, die auch sehr günstige Werte in hohen Volumens handeln. Na, also Aktien, die bei 50 Cent stehen oder dergleichen, ne, da kann man schnell mal 1000 Stück von handeln, ne, oder noch mehr. Da gibt es aber in der TWS eine standardmäßige Beschränkung für. Na, wenn wir wieder in die Einstellungen gehen, in die Voreinstellungen und dann müssen wir einmal nach hier unten. Und hier gibt es bei den Vorsichtseinstellungen den Punkt Mengenlimit. Der ist standardmäßig auf 500 gestellt von der TWS aus. Und wenn Sie jetzt hingehen würden und von einem Produkt 1000 handeln wollen, ja, das zeige ich Ihnen einmal kurz, was dann passiert. Ich nehme jetzt mal hier als Beispiel, mache einen recht günstigen Wert. Sage kaufen. Und sage hier jetzt 1000. Das würde mehr sein als die 500 an Maximum. Und wenn ich auf Vorschau klicke, zeigt ihr mir auch direkt hier an, hier die Ordergröße von 1000 überschreitet das Größenlimit von 500. Da können Sie direkt hier auch das Limit ändern zu was auch immer Sie haben möchten. Oder Sie setzen das Ganze gleich 0. Wenn Sie es gleich 0 gesetzt haben, haben Sie keine Menge mehr, also kein Mengenlimit. Das ist dementsprechend dann rausgenommen. Wenn ich dann hier aktualisieren mache, ist die Meldung weg und ich könnte theoretisch so viele Aktien oder vergleichbare Finanzprodukte handeln, wie ich möchte, ohne eine Begrenzung zu haben, ohne dass die TWS sagt, das funktioniert nicht. So, dann haben wir jetzt noch eine Sache in Bezug auf Alarme setzen. Also die TWS kann natürlich, wie fast jede Handelssoftware auch, Alarme unterstützen. Da gibt es hier oben diese schöne Glocke. Das zeige ich Ihnen noch einmal.
Wie Sie jetzt hier unter Neu. So. Dann geht bei Ihnen dieses Fenster auf. Ja. Hier oben finden Sie immer die Bedingung, die erfüllt werden muss, damit der Alarm ausgeführt wird, und hier die Aktion, die der Alarm dann im Endeffekt, ich sag mal, ausführt. Also wenn ich jetzt hier oben hingehe und sage hinzufügen, da haben Sie jetzt verschiedene Auswahlmöglichkeiten. Ich sage jetzt einfach mal Kurs. Können Sie hier einen Basiswert hinterlegen. Ich nehme jetzt, bleib jetzt mal dabei mit Apple. Sage Enter, sage Smart und sage, bitte gib mir eine Meldung, wenn der Kurs größer ist als 100. Der Kurs ist ja gerade höher als 100. Dementsprechend wird dann gleich auch direkt das Ganze getriggert werden. So. So, Standard Price, Apple Stock. Größer gleich 100 und dann füge ich dem Ganzen jetzt noch eine Aktion hinzu. So, hier habe ich jetzt verschiedene Auswahlmöglichkeiten, drei an der Zahl. Einmal gibt es den Punkt Orders. Da könnte ich jetzt sagen, Apple eine und kaufen. Ja, wenn ich das jetzt aktivieren würde, diesen Alarm, würde der Alarm sofort anschlagen, weil die Aktie über 100 Dollar steht und als Resultat daraus würde die TWS automatisch eine Apple-Aktie kaufen. Ja, das Ganze können Sie natürlich auch in unzähligen verschiedenen Variationen ausführen. Sie können den Typ auf Limit ändern und sich beim Erreichen eines bestimmten Kurses erst ein Limit reinsetzen lassen. Sie können hier oben noch hinzufügen, ich möchte eine Zeit hinzufügen und sagen, wenn es nach, ich sag jetzt einfach mal 17 Uhr ist. Ja, hier oben gibt es die Bedingungen, da können Sie auswählen und oder. Ja, also entweder müssen beide erfüllt sein oder eben nur eine. Ja, das obliegt ganz Ihnen. Und sobald das dann aktiviert ist, ist der Alarm scharf geschaltet und dementsprechend würde dann direkt die Aktion ausgeführt werden. So, ich nehme das Ganze nochmal hier raus. Nehme das raus und gehe mal weiter auf den nächsten Reiter und das wäre nämlich Mitteilungen. Ja, hier gibt es natürlich die Möglichkeit, sich ein Pop-up-Fenster anzeigen zu lassen. Das kann ich Ihnen einmal ganz schnell eigentlich zeigen. Das ist recht simpel. Würden Sie dann Webinar angeben und einen Text Ihrer Wahl reinschreiben. Apple größer gleich 100. Das wäre dann das Pop-up, was kommen würde. So. Aktiv, bis er abgestellt wird. Und ich sage einfach mal jetzt aktivieren. Das haben Sie wahrscheinlich gehört. Das war recht laut. Ich habe es auch sehr laut gehört. Da kam direkt ein Pop-up-Fenster mit der Benachrichtigung Alarm getriggert. Und sobald ich das schließe, ist der Alarm dann auch sofort wieder weg. Ne? Sie sehen, hier ist sofort rausgeflogen, ohne dass ich was gemacht habe. Wenn Sie hier oben ankreuzen, per E-Mail benachrichtigen, ja, wird Ihnen tatsächlich auch diese Meldung als E-Mail zugesendet. Na, es kann immer sein, dass sie nicht genau in dem Moment ankommt, wo sie auch getriggert wird, sondern vielleicht eine Minute verzögert. Ist alles schon vorgekommen, befindet sich aber alles im Rahmen dessen, was IB dazu sagt. Ja. Natürlich können Sie auch noch Audio hinzufügen. Ja, also das war jetzt ja gerade standardmäßig die Sirene. War sehr laut. Da können Sie aber auch noch keine einstellen oder tatsächlich, wenn Sie möchten, auch ein benutzerdefiniertes Lied hochladen. So, das zu den Alarmen.